Hi, ich bin Sarah und ich bin heute in Hohensaaten im Landkreis Märkisch-Oderland und stehe vor dem geplanten Solar- und Gewerbepark Hohensaaten. Ich treffe mich heute mit dem Landesvorsitz des NABU Brandenburg, Björn Ellner. Hallo Björn. Hallo Sarah. Sag mal, was ist auf der Fläche eigentlich geplant? Auf der Fläche, die hier neben uns ist, ist ein Solar- und Gewerbepark mit einer Größenordnung von 370 Hektar geplant. Davon 250 Hektar Solaranlage und 120 Hektar Gewerbefläche. Okay, und warum ist die Fläche jetzt eingezäunt? Das liegt an der Historie der Fläche. Die Fläche wurde im Zweiten Weltkrieg als Sprengstoffwerk genutzt. Hier wurde Munition hergestellt, um den Zweiten Weltkrieg zu führen. Und anschließend, nach dem Krieg, zu DDR-Zeiten, wurde das Objekt militärisch genutzt als Tanklager von der Armee. Und weil man nicht möchte, dass ungebetene Gäste auf Militärobjekten umherlaufen, wurde dieser Zaun damals errichtet. Also der stammt noch aus DDR-Zeiten eigentlich ursprünglich und steht bis heute. Was sind deine Bedenken bei dem Vorhaben? Die Fläche hat einen besonderen Wert. Aufgrund dieser Einzäunung über Jahrzehnte hinweg findet da quasi so gut wie keine Störung statt. Dadurch konnten sich störungsempfindliche Arten wie Seeadler oder Schwarzstorch, die beide auf dieser Fläche vorkommen, ansiedeln und hatten dort ihre Ruhe. Die Fläche hat im Prinzip durch diese Einzäunung einen besonderen Wert für die Natur aufgrund dieser Störungsarmut. Nun ist so ein Solarpark ja eigentlich der beste Weg hin zur Klimaneutralität. Sollte deswegen trotzdem ein Wald gerodet werden oder sollte man nicht erstmal schauen, ob Solar auf Dächer und Parkplätze passt? Also aus unserer Sicht, aus Sicht des NABU Brandenburg, sollten keine Waldflächen gerodet werden, egal zu welchem Zweck. Also weder für die Erzeugung erneuerbarer Energien, noch für Gewerbeflächen, noch für Infrastruktur. Wälder gehören zu den natürlichen Klimaschützern. Wir müssen unsere Wälder erhalten, um das Klima zu schützen. Es macht wenig Sinn, Wald zu zerstören, anderswo neu aufzuforsten, um dann zu sagen, ja, wir betreiben hier Klimaschutz mit einer Solaranlage. Photovoltaikanlagen und auch Windkraftanlagen, muss man wissen, emittieren über den gesamten Lebenszyklus betrachtet CO2. Betrachtet man die Herstellung, den Transport bis hin zum Recycling, emittiert jede Photovoltaikanlage und jedes Windkraft so zwischen 10 und 20 Gramm CO2 je erzeugter Kilowattstunde Strom. Das heißt, wenn wir Wälder zerstören, um Photovoltaik- oder Windkraftanlagen zu errichten, dann zerstören wir eine Fläche, die aktiv CO2 bindet, in der Biomasse, im Waldboden und errichten quasi eine Fläche, die unterm Strich CO2 emittiert. Deshalb sehen wir das so. Zunächst sollten die versiegelten Flächen genutzt werden. Wie du sagst, Parkplätze, Dächer, auch Fassaden kann man mittlerweile wunderbar für Photovoltaikanlagen nutzen. Und erst wenn die Potenziale ausgereizt sind, wo die Politik auch noch Hausaufgaben zu machen hat, um die Anreize zu verstärken, dass es auch wirtschaftlich wird für die Hauseigentümer, dort die Anlagen zu errichten. Erst dann sollte man über Freiflächen-Photovoltaikanlagen nachdenken und da sehen wir in erster Linie Agrarflächen, die heute für den Anbau von Energiepflanzen verwendet werden. Was kann nun noch getan werden, um dieses Vorhaben zu stoppen? Das Vorhaben bedarf eines Bebauungsplans. Und der Bebauungsplan muss durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Freienwalde beschlossen werden. Und momentan ist dort ein Diskussionsprozess im Gange. Diesen Diskussionsprozess wollen wir beeinflussen. Und dazu läuft eine Online-Petition, wo ich herzlich zu einlade, die zu unterstützen unter diesem Link. Und wenn wir viele Unterstützer finden, die bereit sind, da ihre Unterschrift zu leisten, dann habe ich die Hoffnung, dass wir die Stadtverordnetenversammlung überzeugen können, dass viele Leute das Vorhaben ablehnen und wir damit keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung finden. Vielen Dank. Okay. Werbepark Märkisch-Oderland. Nochmal. Kommt in die Outtakes hinten.